Yo, servus Leute, willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Oh yeah, beim letzten Mal haben wir ja das Schwert der Göttin erhalten und unser Heldengewand. Und jetzt wollten wir gerade aus unserer Stube raus und dann hat uns der Grass schon gerufen: Link! Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist wirklich unglaublich. Ich würde so etwas niemals schaffen. Hier, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir auf deiner Reise. Du hast die Abenteuertasche erhalten. Sie bietet Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. Okay, 4 Plätze. Das ist deine Abenteuertasche. Darin kannst du bis zu 4 Items verstauen. Wenn du möchtest, kannst du im Bazar ein paar Items kaufen. Die kannst du dann in dieser Tasche aufbewahren. Ich bin mir sicher, ein Schild oder ein Herztrank werden dir auf deiner Reise besonders nützlich sein. Link, ich glaube ganz fest daran, dass du Zelda finden wirst. Okay, wie kann ich eigentlich auf die Tasche zugreifen? Wahrscheinlich hier im Wolkenhort gar nicht. Gehen wir gerade mal raus. Vielleicht draußen irgendwie, dass ich auf die Tasche zugreifen kann. Gucken wir gerade mal. Nee. Nee. Ach, eher Tasche, da haben wir es doch. Ah ja. Ah ja, okay. Alles klar. Gebieter, die Steintafel, die du gestern Nacht eingesetzt hast, steht in direkter Verbindung zur Passage ins Erdland. Die Lichtsäule ist von hier aus gesehen in südlicher Richtung erschienen. An ihrem Fuß befindet sich ein Loch in den Wolken, das nach unten führt. Ich muss dich darauf hinweisen, dass deine Überlebenschancen im Erdland gering sind. Sollst du bloß mit einem Schwert bewaffnet sein. Ich empfehle dir, im örtlichen Bazar ein Schild oder einen Herztrank zu erwerben. Alles klärchen. Dann gucken wir doch mal. Den Schmetterling wollte ich eigentlich töten. So, gucken wir doch gerade mal, ob wir hier irgendwie noch was finden. Und sehr schön. Und flupp. Und rein geht's. Ah ja, guten Tag. Wen gibt's denn hier alles? Wer bist denn du? Duruko. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann dir deine Items verbessern, dein Schild reparieren. Also, was soll Schrauben ansetzen? Items verbessern? Kannst du schon was? Hey, Freundchen, du hast kein Item, das ich verbessern könnte. Was für ein Jammer. Wie wär's, wenn du dir drüben beim Itemladen etwas kaufst? Ah, okay. Ah, halt, hier gibt's ja auch jemanden. Wer bist du? Ja. Xia, willkommen im Tankladen, mein Hübscher. Wenn du verletzt bist, wird mein Herztrank wahre Wunder. Kaum getrunken, füllen sich deine Herzen wieder auf. Na, was sagst du? Du gehörst doch zu den Rittern, nicht wahr? Einer wie du sollte auf jeden Fall immer in dieser Tränke bei sich tragen. Hm? Du? Du hast ja gar keine leere Flasche. Ich kann dir leider nur einen Trank verkaufen, wenn du eine Flasche hast, die du ihn füllen kannst. Aber weil du es bist, schenke ich dir eine, mein Hübscher. Neben unseren Tränken kannst du auch alle und andere Dinge in die Flasche füllen. Also pass mir ja gut drauf auf. Du hast eine Flasche erhalten, bewahre verschiedene Dinge darin auf. Ich gebe dir die Flasche gleich in deine Abenteuertasche, drücke R, um einen Blick drauf zu werfen. Wenn du R gedrückt hältst, kannst du dann ein Item auswählen. Lass R los, wenn sich der Zeiger auf dem gewünschten Item befindet, um deine Auswahl zu bestätigen. Wenn deine Tasche so voll ist, dass du nichts mehr tragen kannst, kannst du deine Items im Itemlager abgeben und aufbauen lassen. Aber genug der Erklärung, willst du nicht etwas kaufen? Könnte man eigentlich machen, genau, ja, da ist unsere Flasche. Moment. Füllen. Oder mal. Ach, untersuchen muss man. Das ist ein Herztrank. Er füllt sage und schreibe ganz 8 Herzen auf. Ohne solch einen Trank würde ich mich nicht ins Abenteuer stürzen. Eine Flasche davon kostet 20 Rubine. Was sagst du dazu? Her damit. Du hast einen Herztrank gehalten. Setze ihn als Taschenitem ein, um 8 Herzen wieder aufzufüllen. Vielen Dank und vergiss nicht, wenn du diesen Trank verfeinerst möchtest, wende dich an meinen Mann. Okay, was haben wir hier? Obala. Oh, willkommen, mein Hübscher. Das hier ist mein Trankladen. Meine Tränke wirken wahre Wunder. Nein. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich sowieso schon genug zu tun. Aber für so einen Prachtkerl wie dich würde ich mir immer Zeit nehmen. Aber übrigens, wenn du einen Trank durch Alchemie verfeinern lassen willst, frag doch einfach meinen Mann dort drüben, ja? Ah, okay. Ich wollte aber eigentlich noch wissen, was das Grüne. Dieser Trank hier bewirkt, dass deine Ausdaueranzeige nicht mehr abnimmt. Leider ist das Rezept noch nicht ganz ausgereift. Kommt doch ein klein wenig später wieder. Oh, und schau dir in der Zwischenzeit doch meine anderen Tränke an, ja? Okay, was haben wir da noch? Oh.
an dem Rezept für diesen Trank arbeite ich noch, mein guter. Warte noch, bis er fertig ist, ja? Oh, und sieh dir bei Gelegenheit meinen anderen Trink an. Ich glaube, die anderen Tränke werden wahrscheinlich schon auch nicht fertig sein. Das hier ist ein Wundertrank. So etwas Großartiges kommst du sonst nirgendwo. Schmier ihn auf dein Schild, um ihn zu reparieren, um die Schildanzeige wiederzustellen. Und nicht nur das, dabei werden auch noch 4 deiner Herzen aufgefüllt. Na, ist doch ein Kauf wert, oder? Eine Flasche davon kostet gerade mal 3 Schrubine, was sagst du dazu? Was soll denn das? Treib es ja nicht zu weit, junger Freund. Okay, und was haben wir hier? Oh, das hier ist ein Rüstungstrank. Er vermindert den Schaden, den du erleidest, für eine bestimmte Zeit. Sollst du dich im Kampf doch nicht so sicher fühlen, lege ich dir diesen Trank ans Herz. Leider ist er etwas teuer. Eine Flasche davon kostet dich ganze 200 Rubine. Willst du ihn trotzdem haben? Danke erstmal. Hast du dir anders überlegt? Oh, manche meiner Tränke mögen ja ein wenig seltsam riechen, aber ihre Wirkung ist wirklich unumstritten. Okay, jetzt haben wir es. Wer bist denn du? Ihr interessiert euch also für den Holzschild auszeichnen der Wahl. Damit könnt ihr gegnerische Angriffe erfahren und abwehren. Vergesst dabei jedoch nicht, dass euer Schild nach einer gewissen Zahl von Treffern kaputt geht. Zudem ist ein Holzschild durch Feuer sehr leicht zu zerstören, also seid damit sehr vorsichtig. Das macht dann 50 Rubine, mein Herr. Alles klar. Du hast den Holzschild erhalten. Er ist leicht zu handhaben, hält aber nicht viel aus und brennt leicht. Vielen Dank, Herr. Es ist mir eine Freude, mit euch Geschäft machen zu dürfen. Verstau das Item in eure Tasche, werter Herr. Einige Items müsst ihr erst ausrüsten. Drückt hierfür R, um eure Tasche zu öffnen und wählt anschließend das gewünschte Item aus. Ah ja. Okay. Ah, da oben ist die Schildanzeige. Genau, das war ja auch neu, dass hier die Schilde kaputt gehen können. Bin ich mal gespannt. Es tut mir leid, mein Herr, aber ihr besitzt keine Schleuder, also werde ich euch diese Kerne nicht verkaufen. Aber seht euch ruhig die anderen beiden in meinem Sortiment an. Okay. Bombenmondpfeile haben wir wahrscheinlich dann auch noch nicht. Ah, okay, das wird wahrscheinlich hier das Itemlager sein. Hallöchen, bei mir kannst du deine Items lagern und gelagerte Items wieder an dich nehmen. Möchtest du das Itemlagersystem nutzen? Brauchen wir jetzt noch nicht. Sollte mir recht sein, aber das nächste Mal kommst du nur, wenn du hier auch etwas zu erledigen hast, ja? Jawohl. So, und jetzt können wir eigentlich jetzt schon unser Schild verbessern. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann hier deine Items verbessern und dein Schild reparieren. Also, soll ich dich Raum ansetzen? Items verbessern? Alles klar, das sind doch die Items, die ich für dich verbessern kann. Ah. Schild zu einem harten Schild. Verstärkter Holzschild. Abwehrkraft erhöht. Glipper, eine Monsterklaue und ein Bernstein-Halbmond. Haben wir aber... Monsterklaue und Bernstein-Halbmond haben wir noch nicht. Auch warum denn das? Sei kein Spielverderber. Aber naja, was soll's. Komm wieder, wenn du dir alles anders überlegt hast. Okay. Ja gut, einen Herztrank haben wir jetzt und ein Schild. Also würde ich sagen, könnten wir doch eigentlich unser Abenteuer beginnen. Sag ich mal. Hoppala. Und Feuer nochmal da. Und nochmal. Insekten können wir ja irgendwie noch nicht fangen. Vielleicht gibt es ja dann auch noch was. Eine Truhe. Hä, die kann man doch gar nicht öffnen. Ah, Moment mal, die sieht so aus. Die hat einen... Komm her. Halt, nicht getroffen. Okay, macht nichts. Eventuell später. Und einmal bitte kommen. Okay. Dann fliegen wir mal Richtung... Ah ja, okay, da unten sieht man es ja. Da unten sieht man es ja, wo wir hier hinwollen. Muss da jetzt runter dazu? Oder einfach abspringen? Ohne Fei. Gebieter, siehst den grünen Lichtstrahl vor dir? Die ist eine sogenannte Lichtsäule, über die du zum Erdenland kommst. Du kannst ihren Standort auch auf deiner Karte einsehen. Überprüfe, wie du den Wolkenhort dort... überprüfe, wie du vom Wolkenhort dorthin gelangen kannst. Was ist denn überhaupt das? Das ist ja auch eine Sturmfront. Am Fuß der Säule befindet sich ein Loch in den Wolken. Es verbindet das Wolkenmeer mit dem Erdland. Ah, okay. Vielleicht müssen wir ein Stück... Ah, ZR abspringen. Link. Okay, gucken wir doch einfach mal. Boah, wir fallen aber ganz schön lang, oder? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu hoch abgesprungen, kann das sein? Okay. Alter Link, wie lang willst du denn noch runterflattern? Sieht aber cool aus auf jeden Fall. Ein Waldgebiet. So. Oh, okay.
Sehr schön. Oh, Paraschal. Ah ja. Sind wir dann hier? Gebieter, wenn du den Paraschal nicht vor der Landung öffnest, kann das sehr ernste Folgen für dich haben. Diesmal habe ich dir geholfen, aber vergiss nicht, Gebieter, beim nächsten Mal ZR zu drücken. Oder zu spät ZR gedrückt. Gebieter Link. Dies ist das Erdland, über das im Wolkenhort so viele Legenden kursieren. Und das hier, man nennt diesen Ort den Siegelhain. Siegelhain. Oh ja. Siegelhain. Was ist denn das da unten? Ah. Siegelhain. Ah ja, okay. Nun denn, Gebieter, pass gut auf dich auf. Okay. Wie benutzen wir jetzt eigentlich das Schild? Umsehen, ja, das ist klar. Da können wir das machen. Oh, da ist schon ein Gegfeind. Ah ja. Boah, WTF, ein Herzschaden schon. Kurz, wie kann ich denn mein Schild einsetzen? Das wäre mal interessant zu wissen. Oh, was ist das hier oben? Okay, sieht noch nicht ganz so danach aus. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Durch Drücken von ZL kannst du Objekte oder Personen anvisieren. Und ich kann dir dann berichten, welche Informationen ich über sie habe. Ruf mich, indem du Steuerkreuz nach unten drückst, wenn du etwas mit Hilfe von ZL anvisierst. Ah, können wir ein paar Infos rausholen? Was sind das? Das ist ein Dekurana. Diese aggressive Pflanze ist in Wäldern verbreitet und frisst alles, was ihr zu nahe kommt. Ihre Haut ist von harten Schuppen umgeben. Doch das Innere ihres Mauls ist sehr empfindlich. Es gibt Unterarten, die ihr Maul horizontal öffnen, andere jedoch öffnen das Maul vertikal. Du hast diesen Gegnertyp zweimal besiegt. Aufgrund der niedrigen Zahl ist eine genauere Analyse unmöglich. Okay, Ah ja. Oh, Alter. Ah, okay. So. Okay. Hoppala. Wo sind wir dann hier? Was ist denn jetzt los? Alles dunkel. Boah, da kommt ja der Typ raus. Oh Gott. Also wieder nur ein Traum oder eine Illusion oder irgendwie sowas in der Art. Und Wind. Der Siegelhain. Würde mich mal interessieren, was da versiegelt ist. Alles klärchen. So, und gucken wir mal kurz hier oben noch so weiter, was wir noch so finden werden. Gibt es überhaupt noch sonst was? Was haben wir hier? Aloho. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Okay. Da können wir einmal rundherum laufen. Okay, komm aber dann auch nur da entlang, okay? Okay, hier geht's erstmal nicht. Oh, Fei will was? Ich hab dir etwas zu berichten, Gebieter. Es scheint, als sei dieses Tor vor kurzem geöffnet worden. Jetzt aber ist es von einer starken Kraft versiegelt. Okay. Das heißt, gehen wir erstmal runter zu diesem wabernden Ding. Hoppala. So, immer schön den... Ich tue nur immer ganz schön, ganz kurz den Paraschal. Oh.
haben wir denn hier jetzt? Mein Kind. Kind des Himmels, das aus den Wolken kam. Halte das Schwert der Göttin himmelwärts. Halte es dem Bösen entgegen. Okay, da kann man nichts machen. Vielleicht mit Strahl und Feuer! Ah ja. Oh. Okay, jetzt kommen wir anscheinend wieder hoch. Also müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht komplett laufen. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine Veränderung an diesem Ort, die durch den Himmelsstrahl hervorgerufen wurde. Gebieter, ich spüre hier eine ähnliche Aura wie die eines deines Paraschals. Es ist Zeldas Aura. Ich kann dich mit meiner Aurasuche in diese Richtung führen. Wünschst du weitere Erklärungen hierzu? Ja, bitte. Sehr wohl, Gebieter. Mit der Aurasuche kann ich Dinge, die du suchst, erspüren, Gebieter. Je näher sich das Ziel befindet, desto stärker meine Reaktion. Außerdem ändert sich der Signalton. Zudem erscheint auf dem Zeiger ein Pfeil, der die ungefähre Richtung, in der sich das Ziel befindet, angibt. Ah ja. Nun halte Steuerkreuz nach oben gedrückt, stelle Zelda als Ziel ein und suche ein und weise mir diese Richtung. Achso, ja, genau. Okay. Das heißt, wir machen Aurasuche. Ah ja, Zelda und... Oh, da war was. Da. Okay, müssen wir also erstmal wieder hoch. Wahrscheinlich können wir auch hochrennen, weil da überall Ausdauerfrüchte sind. Aber probieren wir es doch gerade mal so aus. Sind wir schon ganz oben? Ich glaube nicht. Noch eins hoch. Müssen wir jetzt hier hin? Ah ja. Okay. Ah ja, öffnen. Wo sind wir dann jetzt? Tempel des Siegels. Okay, bevor wir da hingehen, gucken wir erstmal hier. Da ist ein Stuhl. Boah, die Musik ist so schön im Spiel. Oh, da ist eine Heuschrecke. Okay, hier ist auch irgendwie was, was man noch machen kann. Wer bist dann du? Sieh an, der Auserwählte, der das Wolkenmeer durchquert hat und vom Himmel gestiegen ist. Wie heißt du? Link? Gut, Link also. Du beherrschst den Himmelsstrahl, jene heilige Kraft, die durch das Schwert gen Himmel beschworen wird. Ja, du scheinst das Schwert der Göttin fürwahr würdig zu sein. Ich sitze hier seit ewiger Zeit und habe auf dich gewartet, den Wegbereiter des Schicksals. Das hier ist der uralte Tempel des Siegels, der von der Göttin selbst erschaffen wurde. Dein Kommen wurde vor sehr, sehr langer Zeit vorherbestimmt. Das Mädchen, das du suchst, ist erst vor kurzem vom Licht umhüllt in diesem Tempel erschienen. Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft im Erdland entsprach nicht der Prophezeiung. Es scheint gerade so, als wolle eine böse Macht euer beider Bestimmung beeinflussen. Link, machst du dir Sorgen um sie? Dann müssen wir jetzt handeln. Groß ist euch beiden vorherbestimmt. Um ihre Bestimmung zu erkennen, ging sie in den Wald von Phyrone. Du musst ihr folgen. Sieh auf deine Karte. Ah, Wald von Phyrone. Ich habe dir auf der Karte den Weg zum Wald von Phyrone mit einem X markiert. Aber es ist gefährlich, bei all den Monstern mit der Nase in der Karte umherzulaufen. Daher bringe ich dir bei, wie du Signallichter verwendest. Wenn du auf der Karte ein Signallicht setzt, erscheint dort eine Lichtsäule, an der du dich orientieren kannst. Also, zeige auf X und drücke A, um ein Signal zu setzen. Ah ja. Upala. An der mit X markierten Stelle scheint kein Signal
Licht zu sein. Um ein Signallicht zu entfernen, zeige darauf und drücke erneut A. Du kannst das Signallicht genauer platzieren, indem du eher neigst, um die Ansicht zu vergrößern. Ah, okay. Zeige auf X und drücke A, um dort ein Signallicht zu setzen. Upsala, okay, Entschuldigung. Dann machen wir halt das jetzt noch einmal. Gehen wir halt ein bisschen näher. Und auf X. Das sieht doch gut so aus, oder? Muss es noch mehr auf X sein? X. Du kannst es von hier zwar nicht sehen, aber das Signallicht leuchtet nun den Weg. Wenn du das Signallicht nicht mehr brauchst, zeige auf der Karte darauf und drücke erneut A, um es zu entfernen. Jetzt musst du nicht mehr fürchten, dich zu verlaufen. Geh nun in den Wald von Faerûn und finde die Heilige Maid. Finde Zelda. Nimm den Inhalt der Schatztruhe in diesen Raum an dich. Er wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Okay, eine Schatztruhe. Klick. Der Weg durch diese Tür führt dich direkt zum Wald. Sei vorsichtig. Es wird mit Sicherheit bald alles klar werden. Schreite ohne Furcht voran, Link. Okay, hier gibt es eine Schatztruhe. Ah. Gefunden. Was haben wir dann hier drin? Oh, du hast den Wundertrank gehalten. Dieser mysteriöse Trank stellt deine Schildanzeige komplett wieder her und füllt außerdem vier Herzen auf. Heißt es jetzt... Oh, zwei Flaschen schon. Sehr geil. Okay. Zwei Flaschen. Und ein Schild. Und, ja, wer ist denn die gute Dame hier? Hä, was macht das eben gerade? Gucken wir mal kurz. Ist es so gewollt? Ah, okay, wir müssen da entlang. Zum Wald von Faerûn. Aber Leute, das würde ich sagen, machen wir erst im nächsten Part. Bei The Legend of Zelda. Oh, wir haben auch jetzt das erste Mal dann wieder gespeichert. Wird auch mal Zeit. Wir sehen uns nächstes Mal bei The Legend of Zelda. Skyward Sword. HD. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.